In unserer heutigen Geschichte geht es um den legendären Spion Richard Sorge. Ihm gelang es, die Nazi-Führung in Japan zu infiltrieren und die Pläne Hitlers und seiner Verbündeten zu enthüllen. Sorge warnte Stalin, dass Deutschland einen Überfall auf die Sowjetunion vorbereitete und verriet sogar den genauen Zeitpunkt des Angriffs. Doch die Berichte des Spions wurden ignoriert, wodurch die Verteidigung der Frontlinie katastrophal scheiterte. Seine Gruppe arbeitete 8 Jahre lang erfolgreich in Japan, doch trotzdem konnten die Japaner Sorge identifizieren und verhaften. Die sowjetische Führung hatte die Möglichkeit, den Spion vor dem Tod zu bewahren, indem sie ihn gegen japanische Kriegsgefangene austauschte. Dies lehnte Stalin jedoch ab und Sorge wurde hingerichtet. Richard Sorge wurde am 4. Oktober 1895 in dem Dorf Sabunchi in der Nähe von Baku geboren, wo sein Vater Gustav Wilhelm Richard Sorge, ein Spezialist für Ölfeldtechnik, zu dieser Zeit arbeitete. Der deutsche Ingenieur, dessen erste Frau verstorben war, heiratete zum zweiten Mal. Seine zweite Frau war die Russin Nina Semyonova Kobeleva, deren Vater als Eisenbahner und deren Mutter als Fabrikarbeiterin beschäftigt waren. Aus dieser Ehe gingen mehrere Kinder hervor, von denen eines unser heldenhafter Spion war. Richard war 3 Jahre alt, als die Familie Sorge aufgrund einer Erkrankung des Vaters zurück nach Deutschland zog. Kurz nach dem Umzug starb das Familienoberhaupt. Zu Hause wurde der kleine Richard Ika genannt und in der Schule Premierminister wegen seiner unkindlichen Klugheit, Liebe zum Lesen, Entschlossenheit und Unabhängigkeit. Aber trotzdem war Sorge kein Musterschüler. Als der Erste Weltkrieg 1914 ausbricht, bricht der junge Richard, von patriotischen Gefühlen gepackt, die Schule ab und meldet sich freiwillig zur Armee. Nachdem er zur Artillerie gegangen war, nahm er an zahlreichen Schlachten an der West- und Ostfront teil. Er wurde zum Unteroffizier befördert, erhielt das Eiserne Kreuz 2. Grades für Tapferkeit und wurde mehrfach verwundet. Seine letzte Verwundung im April 1917 war besonders schwer. Er wurde von Granatsplittern an Armen und Beinen verletzt. Der junge Soldat verbrachte 3 Tage bewusstlos hängend auf Stacheldraht, bis er geborgen und versorgt werden konnte. Als Folge der Verwundung verkürzte sich ein Bein, was zur Invalidität und der Entlassung aus dem Militärdienst führte. Sorge hinkte fortan sein ganzes Leben lang. Richard wurde in Königsberg operiert und behandelt. Dort schloss er Freundschaft mit dem behandelnden Arzt und seiner Tochter, die als Krankenschwester arbeitete. Von ihnen erfuhr Richard von der revolutionären Bewegung und den Aktivitäten Lenins. Nachdem er sich mit dem Thema befasst hatte, wurde er ein entschiedener Gegner des Imperialismus. Nach seiner Rückkehr in die Heimat im Jahre 1918 und seinem Abitur machte der künftige Spion einen Abschluss an der Friedrich-Wilhelms-Universität, das ist heute die Humboldt-Universität zu Berlin, und wartete auf die Eröffnung der Universität Hamburg, wo er seine Doktorarbeit im Fachbereich Staatsrecht mit Bravour verteidigte. Wenig später erwarb Sorge auch einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Danach hatte Richard Sorge auch die Zeit, sich am politischen Leben des Landes zu beteiligen. Im November 1918 schloss er sich dem Matrosenaufstand in Kiel an, der in einer Revolution mündete. Der rebellische Geist lag Sorge im Blut. Seine Verwandten väterlicherseits nahmen aktiv am Staatsstreich von 1848-49 in Deutschland teil und sein Großonkel Friedrich Adolf war ein Weggefährte von Karl Marx. Für seine politische Tätigkeit wurde Sorge beinahe erschossen, aber man entschied sich, ihn lediglich aus Berlin auszuweisen. Der junge Mann ließ sich vorübergehend in Hamburg nieder, seine kommunistischen Ansichten gab er aber nicht auf. Er wurde Propagandist, arbeitete in einem Bergwerk bei Aachen und wurde dann wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Er wurde Journalist und schließlich auch Vorsitzender der Solinger Parteizeitung. 1924 war ein schicksalhaftes Jahr im Leben von Sorge. Auf Einladung von Delegierten der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die kurz zuvor Deutschland besucht hatten, reisten Richard und seine Frau Christina in die UdSSR. Nachdem er Mitglied in der Allunionskommunistischen Partei der Bolschewiki geworden war, begann er im Parteiapparat der Komintern zu arbeiten. In der UdSSR setzte Sorge seine journalistische Arbeit fort und veröffentlichte in der sowjetischen Presse Artikel über die Revolution in Deutschland. 2 Jahre später kehrte seine Frau in ihr Heimatland zurück und nach ihrer Scheidung gewann er das Herz der Leiterin einer der Werkstätten, Jekaterina Maximowa, die Sorge die russische Sprache beibrachte. Sie heirateten 1933. Obwohl Sorge fließend Englisch und Norwegisch neben Deutsch beherrschte, sprach er Russisch nur mit starkem Akzent und machte Fehler in der schriftlichen und mündlichen Rede. Dies hinderte ihn aber nicht bei seiner Arbeit. Bis 1929 verbrachte Sorge die meiste Zeit in der Sowjetunion, wo er auch Mitglied der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wurde und viel Arbeit für die Kommunistische Internationale vor Ort verrichten konnte. Dabei stand er immer in engem Kontakt mit den Exildeutschen in der Sowjetunion und dementsprechend hat Sorge dort vor Ort seine ersten großen Kontakte zur politischen Riege geschmiedet, mithilfe derer er letzten Endes 1929 seine Tätigkeit beim Nachrichtendienst der Roten Armee aufnehmen konnte. Und schon kurz darauf ging Richard Sorge als deutscher Journalist getarnt nach China, um ein Geheimdienstnetz aufzubauen und das Land zu bereisen, um wertvolle Informationen für die UdSSR zu sammeln.
Der Auftrag in China entsprach genau seinem Charakter. Ein unabhängiger, scharfer, analytischer Verstand, der unabhängig und fern von seinen Vorgesetzten arbeiten konnte. Er erhielt das Pseudonym Ramsay und ließ sich in Shanghai nieder. Da Sorge ein brillanter Zeitungsmann und Schreiber war, wurde seine Korrespondenz auch von vielen deutschen Medien gerne gedruckt. Das wichtigste Ereignis während seiner Ostmission war jedoch die Begegnung von Sorge mit dem überzeugten pazifistischen japanischen Zeitungsjournalisten Osaki Hotsumi. Osaki und Sorge wurden enge Freunde und ihre Schicksale sollten während Richards Aufenthalt in Japan eng miteinander verwoben sein. Unmittelbar nach seiner Abberufung aus China begann der Spion 1932 mit den Vorbereitungen für seine Reise in das Land der aufgehenden Sonne. Seine Rückkehr in die UdSSR erfolgte rasch und war darauf zurückzuführen, dass Sorge vom chinesischen Geheimdienst gefasst wurde. Er hatte versucht, ein kommintern Agentenehepaar aus dem Gefängnis zu befreien. Dies ist jedoch gescheitert. Sorge brauchte eine glaubwürdige Tarngeschichte, um nach Japan zu reisen. Dafür riskierte er, zuerst in das dem Nationalsozialismus zugewandte Deutschland zu gehen, um eine zu bekommen. In Deutschland angekommen, verheimlichte er zwar, dass er in der Sowjetunion lebte, aber als Plan B bereitete er eine Tarngeschichte über seine Enttäuschung über den Kommunismus vor, um vor Ort nicht aufzufliegen. Sorge knüpfte schnell nützliche Verbindungen, die es ihm ermöglichten, unter dem Deckmantel eines Mitarbeiters einer Reihe deutscher Zeitungen, unter anderem der Frankfurter Allgemeine, nach Japan zu reisen. Außerdem war Richards Bruder ein angesehener Geschäftsmann in Deutschland geworden und erklärte sich bereit, Sorge als Vertreter seiner Firma in das Land der aufgehenden Sonne reisen zu lassen. Auch knüpfte er schnell, während seines Aufenthalts in Deutschland, eine Reihe weiterer nützlicher Kontakte, insbesondere zu Professor Karl Haushofer, dessen geopolitische Ideen, die einen Hauch von Okkultismus verströmten, bei den Naziführern Hitler und Hess Gehör fanden. So konnte man in Japan schnell die richtigen Kontakte zur deutschen Botschaft knüpfen. Bei der Einreise nach Japan führte Sorge eine Nachricht eines gemeinsamen Bekannten an Eugen Ott, der damals als Assistent des Militärattachés tätig war, mit sich. Eugen Ott war eine weitere sehr wichtige Bekanntschaft für seine Spionagetätigkeit in Japan. Als Berufssoldat hegte Eugen Ott keine Sympathien für Hitler oder die Nazis. Und als er 1938 zum Botschafter in Japan ernannt wurde, stellte er Sorge bereitwillig ein, der sein inoffizieller politischer Berater wurde und ihm sogar half, analytische Berichte für Berlin zu schreiben. Eugen Otts Vertrauen in Richard Sorge war sogar so groß, dass Richard Sorge sogar ein eigenes Büro in der deutschen Botschaft in Tokio hatte und sich im gesamten Botschaftsgebäude frei bewegen konnte. Dies implizierte auch den Zugang zu geheimen Dokumenten, die er abfotografieren und abschreiben konnte und deren Inhalt erfolgreich an die sowjetische Führung übermitteln konnte. Für die meisten Deutschen, die in Japan lebten, trug Sorge die Maske eines arroganten Nazis, dem Schlägereien, Partys und Frauen nicht fremd waren. Er trat sogar der NSDAP bei und wurde Agent der Abwehr des militärischen Nachrichtendienstes des Dritten Reiches. Dies geschah natürlich mit der Genehmigung Moskaus und diente lediglich der Aufbesserung seiner Tarnung. Doch nicht alles lief immer nach Plan. Mehrmals stand er am Rande des Scheiterns. So stürzte er zum Beispiel 1938 mit dem Motorrad und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei diesem Sturz trug er geheime Dokumente bei sich, deren Inhalt an die sowjetische Führung vermittelt werden mussten. Bevor Außenstehende die Dokumente sichten konnten, organisierte Sorge über Bekannte die Entwendung dieser. Sorge wurde nicht selten bewusst, wie gefährlich sein Job ist und welchen Preis er eventuell zahlen muss, wenn er erwischt wird. Das hinderte ihn aber niemals daran aufzugeben. So baute er sein Spionage- und Informationsnetzwerk auf über 160 Personen auf. Unwissentlich gaben Minister, Militärs, Industrielle und andere Quellen ziemlich wertvolle Informationen für den sowjetischen Geheimdienst an Sorge weiter. Sein Funker Max Clausen erwies sich als besonders befähigt und eröffnete eine Firma zur Herstellung von Fotokopien von Dokumenten, die bei den Japanern sehr beliebt war. So wurden während der gesamten Tätigkeit der Sorgegruppe nur $40.000 ausgegeben, die vom Zentrum bereitgestellt wurden. Ebenfalls ein treuer Mitarbeiter und Freund von Sorge war der zuvor erwähnte Hotsumi Osaki. Ein alter Freund, den der Spion schon bald nach seiner Ankunft in Japan aufgesucht hatte und der 1938 zu einem inoffiziellen Berater seines ehemaligen Klassenkameraden, des Premierministers Prinz Fumimaro Konoe, geworden war. Die Aktivitäten der Sorgegruppe waren in erster Linie darauf ausgerichtet, einen Krieg zwischen Japan und der Sowjetunion zu verhindern. Darüber hinaus kontrollierte Richard Sorge die militärische Stimmung in Deutschland und erhielt wichtige Informationen über die Produktion von Flugzeugmotoren, die Eisen- und Stahlindustrie und die chemische Industrie in Japan in seine Hände. Verschlüsselte Funksprüche flogen regelmäßig nach Moskau. Alle Informationen wurden von Sorge selbst sorgfältig ausgewertet. Einige der Funksprüche wurden abgefangen, aber die Japaner konnten sie nicht verstehen. Sorge benutzte statistische Jahrbücher des Deutschen Reiches und änderte ständig die Chiffre, um die Nachrichten zu verfassen. Die Gegenspionage erkannte auch nicht, dass es sich bei den üblichen Punkten am Ende der gesendeten Sätze in Wirklichkeit um Mikrofotografien handelte, die von Spezialisten aus dem Team von Sorge geschickt in die Nachrichten eingefügt wurden. Die Spionagegruppe unter der Leitung des genialen und einfallsreichen Richard Sorge vollbrachte wahre Wunder.
In einem Land, in dem er buchstäblich bei Null anfing und von dem er nicht die geringste Ahnung hatte, gelang es Sorge, die brillanteste Organisation zu schaffen, die der japanische Gegenspionagedienst je gesehen hatte. 1939 schickte der Spion Informationen über die japanische Invasion in der Mongolei, die gerade vorbereitet wurde, an das Zentrum in Moskau weiter. Sorges Gruppe gelang es, Informationen über die Verlegung japanischer Truppen, die Menge der militärischen Ausrüstung, die Lage feindlicher Flugplätze an der Grenze und die Einzelheiten des Plans für die kommende Schlacht am Chalkingol zu erhalten. Der Angriff auf die Mongolei konnte schließlich erfolgreich abgewehrt werden, dank der Informationen von Sorge. Zusammen mit anderen Aufklärern warnte Sorge die sowjetische Führung wiederholt auch vor einem bevorstehenden deutschen Angriff auf die UdSSR. So nannte Sorge verschiedene Termine für den geplanten Angriff. Anfangs war es etwa März 1941, dann etwa Ende Mai. Schuld daran war die aktive Tätigkeit der deutschen Spionageabwehr, deren Mitarbeiter, um das tatsächliche Datum des Angriffs zu verschleiern, unter dem Deckmantel der Weitergabe von Geheimdaten Fehlinformationen verbreiteten. Die genaueste Vorhersage des Datums des Nazi-Angriffs war, dass er in der zweiten Junihälfte 1941 stattfinden würde. Aber diese Vorhersage wurde nicht beachtet. Erwies sich dann aber als korrekt. Die Nachricht von Sorge, dass Japan beabsichtigte, seine Kräfte gegen Südostasien zu konzentrieren und die UdSSR frühestens Anfang 1942 angreifen würde, wurde jedoch sehr ernst genommen. Der überaus wichtige Funkspruch wurde am 14. September 1941 empfangen, als die Deutschen immer näher an Moskau heranrückten. In Anbetracht der von dem Spion erhaltenen Informationen schickte die sowjetische Führung Reservekräfte, insgesamt 26 Divisionen aus Sibirien und dem fernen Osten zur Verteidigung der Hauptstadt. Darüber hinaus gelang es Sorge, die Deutschen über die Anzahl der sowjetischen Truppen in diesem Region falsch zu informieren. Moskau wurde schließlich verteidigt. Die Operation Taifun der Nazis wurde vereitelt. Die schwierige Arbeit kostete Sorge Nerven und Energie. Nach den Erinnerungen des Spions wachte er einmal in einem Hotelzimmer auf und wusste vor lauter Müdigkeit gar nicht mehr, welche Sprache er sprechen sollte. Sorge bat schon vor Kriegsbeginn mehrfach, nach Moskau zurückkehren zu dürfen. Dies wurde jedoch stets abgelehnt. Bei Kriegsbeginn versicherte er jedoch, so lange im Dienst vor Ort zu bleiben, bis dieser beendet ist. Sorge war müde von seiner Arbeit und brauchte Ruhe, doch das Schicksal hatte andere Pläne mit ihm. So stürmten Einsatzkräfte am 18. Oktober 1941 sein Haus in Nagasaki und verhafteten ihn. Weitere Mitglieder seiner Gruppe wurden ebenfalls verhaftet. Wie es der Spionageabwehr gelang, Sorge aufzudecken, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Einem Bericht zufolge geriet eines der Gruppenmitglieder, der Künstler Yetoko Miyagi, versehentlich in die Hände der Polizei, wurde gefoltert und gab die nötigen Informationen letzten Endes preis. Anderen Informationen zufolge gelang es den Japanern, eine direkte Verbindung zwischen Sorge und sowjetischen Botschaftsbeamten herzustellen, aber auch dies ist nicht vollständig belegbar. Im Laufe des Verfahrens gestand Sorge seine kommunistische Gesinnung, sagte sich aber nicht von ihr los. Er übernahm die volle Verantwortung, er versuchte die Mitglieder seiner Gruppe zu schützen, was aber nicht verhinderte, dass sie zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Zusammen mit seinem treuen Mitstreiter Ozaki wurde Sorge zum Tod durch den Strang verurteilt. Das Urteil wurde von Richter Takada Tadashi gefällt, den Ozaki seit seiner Zeit an der Universität in Tokio kannte. Während die Ermittlungen im Fall Sorge noch liefen, wurde seine Frau Jekaterina Maximowa in der UdSSR verhaftet und in ein Arbeitslager nach Sibirien deportiert, nachdem sie fälschlicherweise beschuldigt worden war, mit den Nazis zu kommunizieren, denn als Russlanddeutsche stand sie zu Kriegsbeginn unter Generalverdacht. Maximowas Leben endete tragisch. Sie konnte die Härte des Lagerlebens nicht ertragen und starb im Sommer 1943 an Typhus. Sorge hatte keine Informationen über den Tod seiner Frau. Die Hinrichtung von Ozaki und Sorge fand am 7. November 1944, dem 25. Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution, im Sugamo-Gefängnis statt. Das Gefängnispersonal erinnerte sich, dass Sorge die Nachricht von seinem bevorstehenden Tod ruhig aufnahm und sich vor dem Betreten der Hinrichtungskammer um 10.20 Uhr sogar beim Gefängnispersonal für dessen Freundlichkeit bedankte. Die Legende besagt, dass die letzten Worte des berühmten Spions, die er auf Japanisch aussprach, lauteten: Es lebe die Rote Armee, lang lebe die Komintern. Richard Sorge wurde in einem Massengrab auf dem Gefängnisfriedhof beigesetzt. 5 Jahre später wurden die Überreste des Spions von seiner japanischen Geliebten Hanako Ishii ausfindig gemacht, identifiziert und umgebettet. Sorge fand somit seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof von Tama. Letzten Endes erhielt Sorge die Anerkennung für seine brillante und überaus wichtige Arbeit erst am 5. November 1964. An diesem Tag wurde Richard Sorge posthum die höchste Auszeichnung des Landes verliehen. Er wurde zum Helden der Sowjetunion erklärt und wird bis heute dementsprechend auch gewürdigt. Die Arbeit von Richard Sorge und seinen Kollegen verdient ganz besondere Würdigung.
denn sie waren allesamt unerbitterte Kämpfer für die Wahrheit, die Freiheit und den Frieden.